Mir ist es wichtig, dass die Tiere sich wohlfühlen. Sie sollen möglichst artgerecht und naturnah behandelt werden. Und sie sollen sich einfach wohlfühlen und sie sollen auch den Landwirt, seine Familie mögen. Die Kühe sollen eine persönliche Beziehung haben und die Jungrinder sowieso. Und wenn man dazu keine Zeit mehr hat, dann wird es für mich fragwürdig. Heumilch ist ganz einfach in einem Satz gesagt: Wenn die Kühe nur Heu und Gras fressen, ohne gentechnische Zusätze und silagefrei, und es somit das natürlichste Futtermittel ist, das es gibt, das schmeckt ihnen, das mögen die am liebsten und es tut ihnen auch wirklich gut. Deshalb verlangt Baldorf nur Heumilch, und weil das sehr aufwendig ist, auch sehr wetterabhängig, machen es nur sehr wenige Landwirte. Heumilch zu produzieren ohne innere Überzeugung, das hält man nicht lange durch. Man muss voll dahinter stehen, nicht nur mit seiner Arbeitskraft, sondern auch mit seinem Engagement und auch einen gehörigen Schuss Idealismus dazu mischen. Sonst macht man das nicht. Also die Umstellung auf Bio ist uns überhaupt nicht schwer gefallen, weil wir schon vorher als konventionelle Heumilchproduzenten im Wesentlichen biologisch gearbeitet haben. Aber durch den guten Milchpreis, den Baldorf bezahlt, haben wir die Möglichkeit wahrnehmen können, dass unser Sohn den Hof übernehmen möchte und auch übernehmen kann. Und er für die Zukunft eine gute Existenzgrundlage hat, dass er weitermachen kann.